Hi, liebe Freunde aus Norberts Welt. Ich mache jetzt hier ein bisschen Vertretung, weil der Norbert ist immer noch nicht da. Heute ist nämlich Jubiläum. Wir haben 45 Jahre unseren Betrieb. Und aus diesem Grund haben wir dieses Jahr einen ganz tollen Jubiläumskatalog gemacht. Seht mal, der ist so dick wie ein Buch. Unser Jahrbuch der Tiere. Mein Mann hat sich so viel Mühe damit gegeben, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Mein Mann ist noch im Büro, der sucht noch den ersten Katalog, den er gemacht hat. Mal warten, wie lange das dauert. Irgendwo sein. Wie war das denn? Nee, ist da noch einer. Mein Gott, nee, das ist ja eine Kletterei. Das kann gar nicht sein. Das muss hier irgendwo drunter liegen. Ich weiß, dass ich den auch habe. Ich habe mal jemanden. Ich habe da sogar mal für Geld gewohnt. Weißt du, ich sammle hier alle meine Kataloge und Zeitungen. Und der allererste, der hat mir gefehlt und den wollte ich jetzt mal haben. Bei dem Jubiläumskatalog, ich meine, ist kein Jubiläum für Kataloge heute, aber irgendwo ein Jubiläum, ja, weil natürlich unser Geschäft 45 Jahre lang ist, das ist schon ein Riesenjubiläum, aber wir haben ja nicht seit 45 Jahren einen Katalog. Der kam erst ein paar Jahre später, also keine Ahnung, 10, 12, 13 Jahre später. Dann fingen wir mit Versand an. Aber eigentlich passt ja dann zum Jubiläumskatalog auch mal den allerersten zu zeigen, wie wir so angefangen haben. Das war ja alles mal so ein bisschen hemdsärmelig. Das war schon dünn, aber damals war das super dick. Das war schon ganz toll, so einen farbigen Katalog zu machen und so. Boah, das war ja richtig, richtig Hammer, ne? Ah, wie war noch der Haustierkatalog? Ah, das war noch richtig Knitterpapier. Das war noch, die haben wir in der Druckerei gedruckt, ja klar. Und dann haben wir die von Hand die ganzen Seiten zusammengetragen. Und ich hatte Mitarbeiter in der Druckerei, die da mitgeholfen haben, um das von Hand zu machen, dass das ein bisschen preiswerter wurde. Ach, da hatte ich sogar, da wussten wir noch nicht, wie wir ein buntes Bild vorne drauf kriegen. Da haben wir doch tatsächlich, habe ich das einen malen lassen. Aus Duisburg, da war jemand, der konnte eben so ein bisschen Karikaturen machen. Und der hat mir das gemalt. Der hat mir hier so ein paar Comics reingemalt. Und wenn ihr das seht, heute der neue Katalog, den wir haben, da habe ich die Zeichnung wieder drin. Damals haben wir die Zeichnung aus Verzweiflung gemacht. Es gab noch kein grafisches Bearbeitungsprogramm. Die bunten Seiten waren alle von den Firmen angeliefert worden. Die haben wir da reingelegt, damit es bunt wurde. Aber eigentlich war nichts mit bunt. Ja, war ein Frosch gemalt. Ist das nicht schön? Das Ganze ist schon 100 Jahre alt, gefühlt zumindest. Oh Mann, da ist er. Jetzt muss ich zu Jutta. Den zeige ich euch unten. Bitte, schau mal, ich habe ihn gefunden. Ist das nicht toll? Hey, Hammer. Halbe Länge hier, das muss er dir mal angucken. Da habe ich ja jetzt lange gesucht und gekämpft. Hier, guck mal, ich habe ihn gefunden. Angebotsliste 88. Da hieß dann noch gar nicht Katalog, da waren das die Angebote. Das war unser erster Katalog. Ja, ist das nicht ein Unterschied? Jetzt schau doch mal, ist das nicht ein Unterschied? Ja, noch nicht ganz so gleich dick gewesen, aber immerhin. Da war ich mindestens so ähnlich stolz. Und das haben wir noch alle richtig toll mit Schreibmaschine reingetuckt und... Das haben wir doch hier auch. Warte ja. Mal, ich such mal. Wie, such mal. Das haben wir auch noch die gleichen Preise? Da glaube ich ja wohl nicht. Das weiß ich nicht, da waren ja noch D-Mark. Der D-Mark ist ja ungefähr so ähnlich. BVC Klebekappe. Hier haben wir. Das kostet 16 Millimeter.
1 Euro. 1 Euro. Ja, damals hat die eine D-Mark 80 gekostet. Ja, ist schon gar nicht. Das muss man sich mal überlegen, wie preisstabil wir sind hier von 88 bis 2020. 2021. Ach, 2021 kostet auch noch das Gleiche. Das ist ja wohl total verrückt. Also, der muss ich ja mal wirklich sagen, ne? So richtig viel draufhauen haben wir nicht. Dann muss ich nächstes Jahr, glaube ich, noch mal am Katalog arbeiten, dass wir dann mal ein bisschen was an der Preise. Ist egal. Aber wie leistungsstark wir sind, ist ja nicht schön. Den haben wir geklammert. Weißt du noch, da stand ich im Laden an unserem alten Fotokopierer, der immer nur 25 Blätter konnte der ausdrucken. Nichts mit Sortierer oder irgendwas. 25 Blätter. Dann hast du ein Blatt reingelegt. Hier war, glaube ich, noch ein loses. Hier, Juli 88. Sonderangebotszettel. Hast du ein Blatt auf den Kopierer gelegt? Von hinten konnte der noch nicht drucken, nur von einer Seite. Wenn er von hinten nachher reingemacht hat, dann ist das Blatt so heiß und so gepresst gewesen, dann passte das nicht mehr. Dann hat das Papierstau gegeben. Also mussten wir die Seiten alle einzeln machen. Also eine Seite draufgelegt, auf 25 gedrückt und dann kamen 25 Seiten raus und packen gemacht. Dann die nächste Seite, 25 Seiten. Und dann hatten wir im ganzen Laden hatten wir so Stapel gehabt. Und wenn die ganzen Stapel dann logistisch ordentlich nebeneinander lagen, ne, sind ja hier so, kann ich gar nicht sehen. Wie viele Seiten haben wir hier? Haben wir hier vergessen? Okay. 21, 22, 23 Seiten. 23 Seiten. Dann gab es 23 Päckchen Papier im Laden. Und dann viel Spucke. Und dann immer einen nach dem anderen drauflegen. Alle richtig schön zusammenstapeln. Und da gab es nichts elektrisch oder was, sondern alten Takali. Alte Nadel ist ein bisschen angerostet da drin. Rein und dann drauf. Katalog. Dann haben wir nur Angebotsliste, war richtiger Katalog. War da nicht, aber für uns. Der war das schon damals was Besonderes. Der Katalog, der Einstieg in den Katalog, der jetzt nach fast über 30 Jahren, 33 Jahre. Also Jubiläum hatten wir ja vor 45 Jahren. Da haben wir angefangen und jetzt das 45-jährige Jubiläum und 33 Jahre machen wir einen Katalog. Und das ist aus dem Katalog geworden. Ist das nicht ein Hammer? Mensch, wer hätte denn gedacht, dass sich das in der Zeit so entwickelt? Ja, aber im Endeffekt, wir hatten ja jetzt 45 Jahre zu Zajac. Und wenn ich das ja so sehe, wir haben jetzt ja vorne... Hey, Pommesbude ist ja schlecht. Wir haben ja jetzt hinten im Geschäft die Hundeboxen. Und wenn wir zwei Hundeboxen zusammentun, so groß war vor 45 Jahren unser Geschäft. 65 Quadratmeter. Also ihr wart auch gerade mit, als ich den Katalog gesucht habe. Das war ja mein Büro. Und das Büro hat ungefähr die Größe, wie damals unser Geschäft hatte. Ich habe nicht so ein großes Büro, weil ich eben so ein protzig großes Büro brauche, sondern alle großen Besprechungen, die sind ja natürlich in meinem Büro. Und da das der letzte Raum vor der Wohnung war, wir wohnen ja direkt dahinter, habe ich gesagt, dann nehme ich das Zimmer als Büro, kann ich auf kurzem Weg direkt in die Wohnung gehen. Und wenn eine große Besprechung ist, bin ich eh dabei. Oder wenn die mir nichts angeht, ist auch gut. Dann bin ich hier unten, dann sollen die da oben quatschen. Aber das Gleiche ist ja mit unserem Geschäft passiert. Das hat sich ja auch ungefähr im gleichen Verhältnis vergrößert. Von 65 Quadratmeter auf 13.500 Quadratmeter. Das ist ja wohl verrückt. Nicht nur der Katalog ist immer dicker geworden, sondern auch mein Mann. Ja, immer. Ich habe da die letzten Jahre richtig abgenommen und eigentlich sind wir doch ganz smart mittlerweile unterwegs. Das ist ein großes Geschäft, das ist ein dicker Katalog, aber ich bin da so fast dünn geworden. Viel dünner kann ich gar nicht werden, dann seht ihr mich gar nicht mehr. Und guck mal hier die Produkte, die mir geholfen haben, dass ich also nicht nur schlank, sondern fit geblieben bin. Die haben wir also auch jetzt selber als eigenes Programm hier im Katalog. Dadurch wird der Katalog, das Geschäft und ich noch viel smarter. Weil das ist doch eine positive Entwicklung. Ja, oder wie seht ihr das? Schreibt doch mal in die Kommentare rein. Bin ich denn nur fett geworden und der Katalog auch und der Laden auch nur fett? Oder haben wir nicht ein super smartes Programm? Da will ich jetzt mal von euch in die Kommentare was lesen. Ja, und wenn ich zu fett geworden bin, könnt ihr auch reinschreiben. Ich kann das vertragen. Ja, bisher hatten wir ja immer nur so geklammerte Zettelwirtschaft oder
so einen alten Katalog, im wahrsten Sinne des Wortes, einen alten Katalog verschenkt. Aber dieses Jahr verschenken wir das erste Mal in meinem Leben ein Buch. Ich fange mal 2021 mit einem guten Vorsatz an. Ist das nicht was? Und guck mal, hier drin haben wir auch noch einen Lageplan. Da kann jeder, der hier neu in den Laden kommt, sehen, wo er seine Sache, seine Ware findet. Ja, da will ich mal hoffen, dass die dann auch reichen. Ne? Denn ich denke, das wird so eine riesen Nachfrage geben. Die werden schnell knapp werden. Ne? Mensch, da steht noch ein ganzer Sattelzug im Lager. Der reicht bestimmt. Ja, ich weiß, da kommen noch mehr Sattelzüge. Wir haben jetzt schon 6 Stück eingelagert, 6 Sattelzüge. Und da kommen ja insgesamt 20 Sattelzüge. Aber glaubt mal ja nicht, dass ich da nächstes Jahr auch nur einen von wegwerfe. Die werden alle weg sein. Und wenn ihr euch nicht beeilt beim Bestellen oder beim Abholen, passt mal auf, wie schnell das geht. So 250.000 ist eine ganz kleine Zahl. Bei so vielen Fans, wie ich habe, da wollt ihr euch eh nochmal Danke für sagen, dass wir so viele Fans haben. Und ich hoffe, auch die Sendung heute mal ohne Tiere hat euch mal gefallen. Ist natürlich mal was ganz was anderes. Ja, die ersten Fans waren ja auch schon vorne. Die haben sich schon einen Katalog haben schon geholt? Ja, sind denn da noch genug vorne? Soll ich da mal gucken gehen oder reicht noch? Wir haben schon wieder aufgefüllt. Ihr habt schon wieder aufgefüllt. Habt ihr gehört, wir haben schon wieder aufgefüllt. Für euch liegen da noch ein paar. Aber nicht vergessen, die sind bald alle, nehme ich an. Zumindest Ende des Jahres, nächsten Jahres, gibt es da keine mehr von. Aber Ende des nächsten Jahres will keiner den Katalog von nächsten Jahr haben. Deshalb jetzt schnell vorbeikommen und holen. Wir sehen uns nächste Tage. Ich habe euch extra hier noch eine Seite freigelassen. Hier kann ich die euch signieren. Wenn ihr vorbeikommt, schreibe ich euch gerne eine Unterschrift darunter. Und der Katalog ist natürlich nicht nur für euch, sondern der ist zum Wohle der Tiere. Und darauf sehen wir uns nächste Tage beim nächsten Film wieder. Ich hoffe, auch ohne Tiere hat der Film euch jetzt gefallen. War mal was anderes, aber ich glaube, war ganz schön wichtig. Ja, dann tschüss, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nicht zum nächsten Katalog, zum nächsten Film. Wir sehen uns nächste Tage. Tschö.